Herzlich willkommen zu diesem Beispiel zu Exponentialfunktionen. Mit Stand 1. Jänner 2011 lebten in Österreich 8,402 Millionen Menschen. Jedes Jahr wächst die Bevölkerung um 0,3% in Bezug auf den Wert des Vorjahres. Das sind die gegebenen Bedingungen. Zwei Handlungsanweisungen sehen wir nun. Einerseits eine Funktionsgleichung ist aufzustellen für die Modellierung der Entwicklung der Bevölkerung und letztlich mit dieser Funktionsgleichung ist zu berechnen, wann wir eine Bevölkerung von 10 Millionen gemäß diesem Modell erreichen. Beginnen wir klarerweise zuerst mit der Funktionsgleichung, die ich zunächst in allgemeiner Form notiere. F von t ist t mal a hoch t, wobei wir ja beginnen sollen ab 1. Jänner 2011. Das heißt, diese 8,402 Millionen sind zugleich unser Startwert. F von t ist also gleich 8,402 Millionen als Faktor mal 10 hoch 6. Die Bevölkerung wächst jedes Jahr um jeweils 0,3%. Das heißt, der Veränderungsfaktor a beträgt 1, Vorsicht, 0,03. Da es 0,3% sind, sind wir hier schon in der Tausendstelstelle. Das ist also unsere Funktionsgleichung zur Modellierung der Entwicklung der Bevölkerung in Österreich. Mit Hilfe dieser Funktionsgleichung können wir nun berechnen, wann wir eine Bevölkerungszahl von 10 Millionen haben. Das heißt, wir suchen nach einem t, für das diese Gleichung hier letztlich erfüllt ist. Wann haben wir einen Funktionswert von 10 Millionen erreicht? Das schaffen wir, indem wir unsere Gleichung für den Funktionswert gleich diesen Wert 10 Millionen setzen. Natürlich können wir so eine Gleichung gleich mit Technologieeinsatz auch lösen. Ich möchte jetzt kurz herzeigen, wie das auch ohne den Einsatz eines Computeralgebrasystems machbar wäre. Zuerst wird durch den Faktor 10 hoch 6 hier auf beiden Seiten einmal dividiert. Das heißt 8,402 mal 1,003 hoch t ist gleich 10, bleibt dann übrig. Dann dividiere ich auf beiden Seiten durch 8,402, damit ich die Variable weiter isoliere und ich erhalte also 1,003 hoch t gleich 10 durch 8,402. Um nun die gesuchte Variable t herunterzubringen, logarithmieren wir beide Seiten als Äquivalenzumformung hier und ich wende auch zugleich ein Rechengesetz, ein bekanntes für Logarithmen an, und zwar, dass ich die Hochzahl als Faktor davor schreibe, ist gleich der Logarithmus von 10 durch 8,402. Und nun müssen wir nur noch durch den Logarithmus von 1,003 durchdividieren, sprich t ist gleich der Logarithmus von 10 durch 8,402 dividiert durch den Logarithmus von 1,003. Diesen Wert kann man jetzt mit jedem Taschenrechner berechnen und es gibt sich letztlich ein Wert von 58,12 und so weiter. Das heißt, wenn nach dem Kalenderjahr gefragt wird, wann die 10 Millionen überschritten werden, naja, zu Beginn hatten wir das Jahr 2011, nun kommen über 58 Jahre dazu. Das heißt, im Kalenderjahr 2069 wird dieser Wert von 10 Millionen dann erstmals überschritten. Somit haben wir dieses Beispiel vollständig gelöst.